Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 27. November 2023, ein ganz besonderes Datum. Guten Morgen, lieber Andreas. Ja, ein besonderes Datum für uns, genauso ist es. Also, herzlich willkommen auch von mir. Wir haben heute einen silbergrauen Tag tatsächlich. Regnen tut es nicht, es ist trocken, aber es könnte ein paar Nieselregen oder auch ein paar Schneeflocken geben. Und es ist ziemlich kalt draußen im Augenblick. Und ja, der See changiert in Silber, der Himmel ist bedeckt. Ja, eigentlich ist da nicht mehr zu sagen. Ach ja, eine Sturmwarnung haben wir für heute Abend und zwar ziemlich stark mit 90 km/h, wobei das hier für diese hiesigen Verhältnisse auch überschaubar ist. Aber die Häuser hier sind sehr stabil, gerade weil sie aus Holz sind. Interessant, dass Holzhäuser windstabiler sind als Steinhäuser, weil sie eben halt so elastisch sind und diesen Winddruck hervorragend abfangen. Und aerodynamisch mit wegfliegen. Wenn dann, nein, das war natürlich ein Witz, sie sind wirklich sehr stabil und wenn dann so eine Sturmwarnung kommt, dann heißt es ab ins Stübchen, Türen verriegeln, Hühner sichern, die haben es ja jetzt auch gut, ne? Naja, ich kenne das ja noch aus den 70er Jahren, als wir damals diesen großen Sturm hatten, glaube ich 71, 72, da waren ja fast alle Häuser abgedeckt. Das würden diese Häuser hier alle ohne Bedenken durchstehen und der Hühnerstall natürlich auch. Mit Stahldach rundrum und die Hühner haben ihre Heizung und fühlen sich mummelig wohl. Und die kleine Blondie läuft auch wieder stramm durch dieses Gehege. Ja, das war das bisschen behinderte Küken, das jetzt wieder voll auf dabei ist. Also sowas Süßes, wenn die Kleine, sie ist aber, man muss das sagen, sie ist ein ganzes kleines bisschen dumm. Ja, sie ist einfach strukturiert, das kann man so sehen, so ein bisschen tüdelig, aber sie hat ja einen Bruder und der Bruder ist immer bei ihr und die schlafen auch zusammen in einer Box, sind immer nachts aneinander gekuschelt, die anderen, die sitzen auf der Stange und dösen so vor sich hin und die beiden liegen eng aneinander gekuschelt, eigentlich in der Eierlegebox. Ja, und eigentlich wissen wir gar nicht, ob es ein Bruder oder eine Schwester ist, wir wissen es einfach noch nicht, aber wir haben uns mal dazu entschlossen, Bruder zu sagen, weil das irgendwie schöner ist, wenn der große Bruder auf die kleine Schwester aufpasst, die immer in die falsche Richtung läuft, weg von den anderen, mitten in den Wald rein. Aber gut, ich finde, wir haben auch noch ein paar Nachrichten und ja, doch, wir fangen damit an, Andreas. Leider hast du es nicht geschafft, am Samstag Wetten, das zu gucken mit Thomas Gottschalk. Das ist uns verwehrt geblieben. So richtig vermisst haben wir es aber auch nicht. Aber Thomas Gottschalk ist abgetreten mit einem legendären Satz. Nämlich er sagt, und das ist etwas, was jetzt durch die Medien gegangen ist und Empörung auf der einen Seite ausgelöst hat und auf der anderen Seite Verständnis bei vielen. Denn der große Blonde mit den schwarzen Schuhen, der hat gesagt, ja, immer konnte er im Fernsehen das sagen, was er auch zu Hause gesagt hat. Inzwischen aber, wörtlich, rede ich zu Hause anders als im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, da sage ich lieber gar nichts mehr. Also mir hat das gefallen, dass er das gesagt hat. Und mir ist auch aufgefallen, so zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, dass er in den letzten Jahren so dieses fröhliche, unbeschwerte völlig verloren hatte. Er wirkte sehr ernst, er wirkte auch ein bisschen verbittert. Das war so überhaupt nicht sein Ding, denn diese Spontanität, die er hatte, die ist natürlich so witzig und lustig gewesen. Und wenn man dann unter diesem Druck steht, dieser Neuzeit, dieser grün-roten Ideologie, in der Spaß schon automatisch Nazi bedeutet und Keule von Verschwörung, also wer Freude am Leben hat, der hat eben wirklich eben nicht genügend Informationen über die Tatsächlichkeit des Klimawandels. Das versucht man uns einzureden. Und er hat das dann ganz deutlich gemacht. Und ich wünschte mir, weil er hat das doch relativ dezent gemacht, obwohl es ein Schlag ins Gesicht des Systems war. Warum nutzen nicht mehrere berühmte Menschen ihre Situation auf der Bühne aus und bringen ähnliche versteckte Botschaften, die die Menschen ganz schnell verstehen? Sie lechzen danach, aber offenbar haben sie keinen Mumm in den Knochen, viele zumindest nicht. Im Gegenteil, manche stellen sich auch noch hin und sagen, ihr müsst euch Spritzen geben lassen, die nicht erforscht sind und sind so komplett Mainstream. Das ist das Bedenkliche eigentlich. Dankeschön, Thomas Gottschalk, dass er das gesagt hat. Ich habe mal gerade hier, weil
da irgendwas im Kopf gehabt hatte, Thomas Gottschalk und Corona und Impfen eingegeben. Und da bin ich auf einen Weltartikel gestoßen von 2021, Überschrift Politisches Versagen. Jauch und Gottschalk diskutieren live auf RTL übers Impfen. Naja, und wir erinnern uns, also Günther Jauch hat ja ganz schnell den Oberarm frei gemacht und hat sich dafür eingesetzt, dass die Menschen sich die Spritze reinjagen könnten. Und da heißt es hier, er wird also zitiert, das Risiko, dass man sich bei Covid-19 größere Schäden einfange, sei wesentlich größer als jedes Impfrisiko. Und dann wird ja auch wörtlich zitiert, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass jeder Zehnte, auch junge Mensch, der an Covid-19 erkrankt, tatsächlich dafür längere Zeit etwas mitnimmt und das Ganze eben nicht nach 14 Tagen einfach so zu Ende ist. Er werde sich nun erst in ein paar Monaten impfen lassen, weil er ja gerade eine Infektion überstanden habe. Das war Jauch und hat aber, wie gesagt, wir erinnern uns an die Bilder, dann mit hochgeschobenem Ärmel dagesessen. Sein Co-Moderator Thomas Gottschalk bemerkte, heißt es hier, ich habe auch zu denen gehört, die immer gesagt haben, meine Güte, dann kriegt man es halt und dann rockt man das durch. Du hast es gehabt. Würdest du dieses Rezept als sinnvoll empfehlen, zu sagen, ich lasse es drauf ankommen? Jauchs Antwort, nein, drauf ankommen lassen würde ich es nicht. Er selbst habe sich 14 Tage nicht besonders gut gefühlt. Ja, wir sollten uns einfach impfen lassen, wiederholte er. Das ist natürlich auch ein Gutteil politisches Versagen gewesen von Jauch, der Ausspruch, dass das in den letzten Monaten nicht so geklappt hat, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Widersprochen hat Gottschalk da, glaube ich, nicht. Nein, an der Stelle, das habe ich gerade jetzt gelesen nochmal, ist nämlich ein weiterer Gesprächsgast eingesprungen, nämlich der Fernsehkoch Tim Mälzer. Und der sagte eben halt, ich möchte jetzt nicht unhöflich erscheinen, aber wir wollen jetzt weiterkommen. Er hat wahrscheinlich auch irgendwo unterbrochen, bevor Thomas Gottschalk noch etwas dazu sagen konnte. Also wir sehen, dass da schon kontroverse Diskussionen waren. Also Günther Jauch war nun mal der komplette Mainstreamer, der sich wirklich komplett unkritisch vor diesen Karrenschatt spannen lassen, wodurch so viele Menschen auch jetzt gestorben sind. Das dürfen wir nicht vergessen durch diese Fehlsituation. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich als öffentlicher Mensch mich da so vor die Karre spannen lasse, sogar auf Plakaten ablichten lasse. Uschi Glas, alle, wie sie da sind, haben das getan. Das sind natürlich erschreckende Situationen, mit denen man auch als Mensch leben muss, sofern man so viel Realitätsvermögen überhaupt hat, das zu erkennen. Das ist ja die zweite Problematik. Also Thomas Gottschalk hat es, glaube ich, geschafft, seine Position zu diesem Thema ein bisschen im Nebulösen zu lassen. Ja. Er hat ja am Samstag auch die Regierung, die Bundesregierung kritisiert. Und unter anderem gesagt, bergab geht's sogar in der Schweiz von alleine. Wir in Deutschland brauchen die Hilfe der Politik dazu, dass es bergab geht. Also da war er schon sehr mutig. Und es ist ja auch so, Andreas, wenn man also Unterhaltung verkaufen will, ist es schwierig, sich politisch zu äußern. Ich möchte daran erinnern, als damals ich aus dem System geflogen bin, aus der ARD, bei Kerner und so weiter rausgeflogen bin, da war es tatsächlich Thomas Gottschalk, den ich ja kenne, mit dem ich zusammengearbeitet habe, einige Jahre beim Bayerischen Rundfunk. Der war zwischendurch sogar mein Chef im Hörfunk, Bayern 3. Und da war er es gewesen, der versucht hatte, die Frage zu stellen, sinngemäß, wie es sein kann, dass jemand wie ich durch solche Äußerungen, die ja gar nicht so falsch sind, Mutter-Kind-Bindung und so weiter, auf diese Weise aus dem System entfernt werden kann. Und daraufhin hat er denn offenbar Druck bekommen. Jedenfalls sah es so aus. Es kam dann auch keine Aussage mehr von der Seite. Aber er war einer der wenigen gewesen, die mir damals beigestanden haben. Ja, und das waren wahrlich nicht viele. Denn der große Teil ist natürlich sofort dann
erschrocken, zuckt zusammen und stellt sich sofort hinter die Wand der Mainstreamer und blökt dann mit der Herde mit. Genauso ist es gelaufen und einige wenige haben eben ganz klar gesagt, halt, stopp, so geht es nicht weiter. Und das waren ja viele auch aus der Wissenschaft, vor allem, ich denke da an Dr. Marz, der ja auch sich ganz klar damit hintergestellt hat, gesagt, Frau Herrmann, Sie haben vollkommen recht mit der Aussage, die Sie gemacht haben. Und das war die Aussage natürlich, sich für die Mutter-Kind-Bindung einzusetzen und sich gegen das Dritte Reich auszusprechen, denn du hast das ja gemacht. Und das ist ja für mich das Entscheidende. Deine Aussage war eine hohe Kritik an das Dritte Reich und in dieser Sendung mit Kerner wurdest du aufgefordert, dich für diese Aussage zu entschuldigen. Hättest du dich dafür entschuldigt, dann hättest du deine Aussage gewissermaßen selbst zurückgenommen. Mit anderen Worten, auch wenn die Teilnehmer dieser ganzen Geschichte, Frau Berger und Schreinemakers und wie sie alle hießen, nicht wussten, für wen sie gekämpft haben, sie haben in dem Moment wirklich dafür gekämpft, dass deine Kritik gegen das Dritte Reich nicht aufrechterhalten bleibt in dieser Form, wie du es gemacht hast. Und das ist eigentlich eine völlige Verkehrung der Situation gegenüber dem, was der Mainstream daraus gemacht hat im Nachhinein. Ja, das ist eine sehr scharfe Analyse von dir. Eigentlich bist du mit Matthias Matussek, als er hier war im Sommer, ihr beide seid diejenigen gewesen, die das nochmal in Worte gekleidet haben, was eigentlich bis dato noch gar nicht formuliert worden war offiziell. Aber um mich soll es doch gar nicht gehen, sondern um Thomas Gottschalk, der wirklich ein Sunny Boy für viele Jahre gewesen ist und damals, als die Welt noch in Ordnung erschien, mit Günther Jauch bei Bayern 3 den großen Durchbruch hatte. Die haben also eine Radioshow gemacht, die war Legende in Bayern und über die Grenzen Bayerns damals hinaus. Aber das ist jetzt anders. Ihn hat natürlich genauso wie uns alle der Zahn der Zeit eingeholt. Und jetzt ist es wichtig, auch für Menschen wie ihn in die Kraft zu kommen, die man, glaube ich, aber ich will hier keine guten Ratschläge verbreiten, um Himmels Willen, aber Andreas, das würde ich ihm wünschen, so eine Kraft im Vertrauen zu sein und vielleicht jetzt mit diesem immer noch sehr berühmten Namen ein paar Weichen zu stellen in den Mainstream, um da vielleicht doch zum Nachdenken anzuregen. Ich denke mal, die Zeit ist zumindest dafür reif, denn wir haben ja ein Phänomen, dass Menschen, die jetzt in Saft und Kraft in ihren wichtigsten Lebensjahren sich befinden, wo sie auch am meisten für sich Vorsorge betreiben können, auch für später, fürs Alter und so weiter, dass man dann vorsichtig sein muss, sein Leben und seine Finanzen komplett auf Risiko zu stellen. Aber wenn man dann in einem gewissen Alter ist, dann kann man tatsächlich auch sich generös zurücklehnen und dann auch mal die Wahrheit sagen. Das finden wir in der Politik, bei Unternehmern. Und das ist gar keine Bewertung, sondern einfach nur eine Feststellung, dass die Welt so ist. Thomas Gottschalk hat das Zeug dazu. Er ist eine bekannte Größe. Und ich würde das sehr begrüßen, wenn er kontrolliert und entspannt in seiner auch wirklich lustigen, auch entspannten und auch in seiner satirischen Untertonart, wie er das teilweise macht, wenn er da ein bisschen bewegen würde für die richtige Richtung im Interesse der Zukunft. Also würde mich sehr freuen. Ja, er hat auf jeden Fall immer noch einen Namen, den viele Menschen kennen und auch verbinden mit guter Laune, mit etwas Aufbauendem. Wäre schon super. Aber gut, ich bezweifle, dass er zum Beispiel diesen Podcast jetzt hört. Aber ich würde es ihm wünschen. Einfach auch ja, für ihn, für sich selbst. Ich komme mal ganz kurz zu einer Zuschrift, die eine Leserin geschickt hat. Jetzt wird man sagen, das ist doch keine aktuelle Nachricht. Doch, aus meiner Sicht ist es eine wichtige Meldung. Und ich möchte die mal vorlesen und bin gespannt, was du dazu sagst. Die schreibt, die Dame, ich war heute beim Lidl, um Walnüsse aus einem Angebot für meine Weihnachtsbäckerei zu kaufen. Dabei wunderte ich mich an der Kasse ob des hohen Preises, den ich zahlte, und stellte fest, dass auf dem Kassenzettel der volle Preis berechnet worden war. Als ich das reklamierte, wurde ich von der Kassiererin freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen, dass dieses Angebot nur für Inhaber der Lidl-App gilt. Das hatte ich übersehen. Daraufhin sagte ich der Verkäuferin, dass ich mich diskriminiert fühle, weil ich als Nichtinhaberin der Lidl-App von diesem Angebot ausgeschlossen würde. Ja, dann kam die Antwort, das sei keine Diskriminierung, weil ja schließlich jeder sich die Lidl-App herunterladen könne.
Und sie schreibt, leider fiel mir erst, als ich immer noch vor Empörung zitternd zum Auto lief, die passende Antwort ein. Transgender können sich doch auch jedes Geschlecht aussuchen. Wieso fühlen die sich eigentlich diskriminiert? Und sie sagt noch, sie hat die Walnüsse zurückgegeben, hat sich an der Kasse das Geld auszahlen lassen, was zwar einen kleinen Stau ausgelöst habe, aber ihr eine tiefe Genugtuung verschafft hat. Andreas, was ist das für eine Weiche, die bei Lidl gestellt wird? Naja, bei Lidl und auch bei vielen anderen Unternehmen, es ist eben, die werden gesteuert nicht von Unternehmern, sondern von Managern. Die Manager, die biedern sich in der Politik an. Das ist immer wieder zu erkennen, auch bei großen Konzernen. Und da sehe ich im Augenblick, in welche Richtung sich das entwickelt. Man will natürlich auch über diese Schiene die digitalen Daten abgreifen. Das ist ganz klar, um letztendlich für KI und die totale Kontrolle hier als Funktionär für den Staat und deren Kontrollmaßnahmen tätig zu sein. Und das ist nicht die Aufgabe eines Unternehmens, welches die Versorgung von Menschen, was ist Lidl, ein Supermarkt, ne? Oder ist das noch? Ja, ein Supermarkt. Also Discounter. Das, Discounter, okay. Die haben dafür zu sorgen, dass die Menschen letztlich eben halt ihre Mittel kaufen können, die sie dort kaufen können. Und das muss alles gleich laufen. Und die werden jetzt vor den Karren gespannt als Funktionäre. Ich würde in Deutschland, wenn ich damit konfrontiert wäre, das letzte Mal in einem Lidl-Laden gewesen sein. Ich frage mich eigentlich noch etwas ganz anderes. Also, dass damit natürlich die digitale Identität und Kontrolle und so weiter vorangeschoben wird, dass du wahrscheinlich irgendwann an der Kasse stehst und gar nichts mehr bekommst oder dass man ja sowieso die Läden vorbereitet darauf, dass keine Kassiererin mehr da sitzt. Das ist das eine. Aber liege ich ganz falsch, wenn ich so nach Wettbewerbsgesetzen frage oder nach juristischen Regeln? Ist das nicht Erpressung? Also entweder du hast die App oder du bekommst keinen Preisnachlass? Nein, Erpressung würde ich daraus nicht machen, denn das ist natürlich eine freie Gestaltung des Unternehmertums, wenn es denn eine Unternehmertumsgestaltung wäre. Man kann hier eben halt nur erkennen, um welche Richtung es geht. Es geht um das Abgreifen von Daten. Also wenn einer zum Beispiel sich in ein Newsletter eintragen lässt beispielsweise und dadurch Vorzüge hat, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Aber bei einem Newsletter wird einfach nur eine E-Mail bekannt gegeben, wo man dann ab und zu die Angebote schicken kann. Hier geht es aber darum, dass man durch diese App mit Sicherheit irgendeinen Code bekommt, womit das Einkaufsverhalten komplett durchgeprüft wird und damit natürlich auch irgendwann das Social Scoring durchgeführt werden kann. Das bedeutet, wenn einer zum Beispiel die falschen Produkte kauft oder keine klimafreundlichen Produkte kauft, dass er dann bestimmte Ausschlüsse in seinem individuell programmierten Geld wiederfindet. Das hängt alles mit der neuen digitalen Geldsituation zusammen, in der das Geld nicht mehr neutral ist, so wie heute ein Euro. Für jeden ist der Euro gleich. Die neuen digitalen Gelder werden so sein, dass ein Euro für mich ganz anders ist als ein Euro von dir oder von jemand anderen, weil die gesamten Individualitäten, Verhalten und natürlich auch die Fehlverhalten dort mit einfließen und man damit ausgeschlossen wird, bestimmte Dinge dann zum Beispiel nicht kaufen kann. All diese Dinge schwingen damit. Ja, also das wird noch was werden. Aber wir wollen in der Kraft bleiben. Und riechst du das eigentlich? Riechst du, wie es hier riecht? Knoblauch. Ja, also das geht bis hier hoch in unser Studio, riecht der Knoblauch. Ich habe nämlich jetzt den Knoblauch, den restlichen Knoblauch aus dem Garten, den habe ich geschreddert und trockne den jetzt gerade. Und daraus wird dann ein Knoblauchgranulat. Der befindet sich jetzt seit gestern im Dörrofen, im Dörrautomaten. Es riecht gut, ne? Es riecht gut und ich bin fasziniert. Nun bin ich natürlich sowieso ein Knoblauch-Fan und mag das sehr gern, besonders dein Tzatziki. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Knoblauchgranulat, das haut mich natürlich auch um. Man kann diese Dinge ja teilweise auch in einem Supermarkt kaufen, aber selbstgemacht, sehen identisch aus, haben aber eine ganz andere Power, wenn man da mal den Rüssel reinhält und einmal durchatmet. So, das wisst ihr jetzt auch. Aber man kann sowieso oder sollte wirklich darüber nachdenken, so viel, und das sage ich in voller Überzeugung, so viel wie möglich haltbar zu machen und sich auf Halde legen. Das, was wir vor 3 Jahren geredet haben und gesprochen haben, nämlich vorzusorgen, wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu früh dran. Es kommt jetzt doch auf uns zu. Zum Beispiel kommt aus Spanien die Meldung, dass Landwirte dort, die Bauern also,
Beihilfen in Höhe von 100.000 Euro pro Hektar erhalten, wenn sie ihre Landwirtschaft aufgeben, wenn sie ihre Ernte aufgeben und wenn diese Landwirtschaftsflächen umgewandelt werden können nach den hochgesteckten Klimazielen. Das heißt natürlich, Andreas, wenn also die Bauern, die Landwirte ihre Ernte aufgeben, bedeutet das ja auch Zitronen, Orangen, Gurken, Tomaten, all das, was so aus Spanien auch in der Winterzeit kommt, könnte damit obsolet werden oder auf jeden Fall minimiert werden. Also die Tatsache, dass man landwirtschaftliche Betriebe weghaben will, das gehört zu einer ganz klaren Kriegsführung gegen ganze Landstriche der Menschheit, denen man die Eigenversorgung entnehmen will. Das bedeutet, hier ist eine eindeutige Strategie einer Lebensmittellobby, wie immer die ausgestellt ist, mit genmanipulierten, aus den Drucker kommenden, was weiß ich was, Kunststoffschnitzel oder Kartoffeln oder Brot, eben halt aus Zellulose, was also Chemieindustrie herstellt, oder eben irgendwelche Nahrungsmittel aus Mücken oder sonstigen Ungeziefer. Und hier wird offenbar der Markt bereitet, dass in dem Moment, wenn die landwirtschaftliche Versorgung der Menschen vor Ort nicht mehr geregelt werden kann, dass dann letztendlich die großen Konzerne zuschlagen, und wenn die Leute Hunger haben, dann fressen sie wahrscheinlich alles. Hast du sehr herzlos jetzt gerade ausgedrückt, aber ein bisschen läuft's in diese Richtung. Ja, und damit sind wir bei der nächsten Meldung, die auch unter das Kapitel fällt. Haben wir ja eigentlich schon vor 3 Jahren drüber gesprochen. Viele haben dann gesagt, oh, ihr mit eurer Panikschieberei und ihr mit eurer Operation Sunrise. Ja, es scheint doch so zu sein, dass die Dinge ein bisschen länger brauchen, aber seitdem umgesetzt werden. Und zwar Schritt für Schritt. Zum Beispiel haben wir auch vor 3 Jahren schon gesagt, es wäre günstig, wenn man sich vorbereitet, dass man Ausweichstrom hat, ein Ecoflow, ein Stromaggregat. Haben sich auch einige angeschafft, andere haben gesagt, bei uns läuft doch alles. So, aber jetzt, heute, ist die Meldung in großem Umlauf in den Mainstream-Medien veröffentlicht worden. Wir gehen mal in 2 Meldungen rein, sowohl vom Spiegel als auch von Apollo. Überschrift: Wärmepumpen und Ladestationen. Netzbetreiber dürfen bei Überlastung Strom einschränken. Und zwar ab wann? Ab Januar, also in 4 Wochen. Und es heißt hier in dieser Meldung, also der Spiegel fängt an, Haushalte, die elektrisch heizen und E-Autos laden, verbrauchen mitunter mehr Strom, als lokale Netze zur Verfügung stellen können. Ab Januar kann die Energie nun wörtlich in zwingenden Ausnahmen gedrosselt werden. Und wo diese Netzoptimierung noch nicht stattgefunden hat, da trifft die Bundesnetzagentur jetzt mit eigenen Regelungen, Vorsorge nennt man das, um die Verkehrs- und Wärmewende zu beschleunigen, so wird es bezeichnet, und die Versorgungssicherheit auch in der Niederspannung zu gewährleisten. Hinter diesem Satz, den die Bundesnetzagentur heute veröffentlicht hat, versteckt sich, wie Apollo News sagt, eine ungeheuerliche Neuerung. Denn weil das Niederspannungsnetz in Deutschland aktuell noch nicht für den massiven Zuwachs an privaten Wärmepumpen und E-Autoladesäulen ausgelegt sei, erlaubt die Bundesnetzagentur jetzt den Netzbetreibern ab 1. Januar den Strombezug einzelner Haushalte bei Auslastung auf 4,2 kW zu drosseln. Ja, das ist ja erschütternd. Wer konnte denn damit rechnen, dass der Strom jetzt nicht reicht, wenn jetzt alles auf Elektroautos umgestellt wird? Und es sind ja nur wenige, die auf Elektroauto umgestellt haben, weil die meisten den Schwindel natürlich erkannt haben. Aber es ist schon interessant, dass man jetzt ganz verwirrt und erschrocken ist darüber, dass das plötzlich gar nicht reicht. Ja, was glauben die denn? Hier sieht man so deutlich, für wie blöd man das Volk eigentlich hält, sowohl auf der Medien- als auch auf der politischen Seite. Also so wird es dargestellt. Ja, das schreibt auch Apollo News, und die sagen, jetzt werden Privathaushalte durch die Energiepolitik der Ampelregierung dazu gedrängt,
auf Wärmepumpe und E-Auto umzusteigen. Das war also jetzt das Bemühen der letzten Jahre. Und nun soll man für die Großzügigkeit, dass das auch installiert wurde, externe Stromreduzierung in Kauf nehmen. Also dazu kommt ja noch, das hatte ich gerade gestern von einem Ingenieur bekommen, der mir jetzt noch Unterlagen zusammenstellt, dass die Wärmepumpen, die vor mehreren Jahren jetzt eingebaut wurden, oft mit bestimmten klimaschädlichen Flüssigkeitsmitteln bestückt sind und dass die aufgrund einer neuen Klimaordnung im Jahre 2035 spätestens auch wieder rausfliegen müssen. Also das Ganze sind ja so absurde Geschichten. Da werden die Leute motiviert, für viel Geld irgendwelche hohen Investitionen in ihre Häuser reinzubauen, um sie dann nach wenigen Jahren schon wieder als rechtsungültig zu erklären. Und hier erkennt man den ganz klaren Trend weg vom Eigentum hin in die Enteignung. Ja, und die Bundesnetzagentur, heißt es hier noch beim Spiegel, die habe in der Vergangenheit immer wieder vor Engpässen gewarnt. Wir haben es damals schon ernst genommen. Zwar investieren Betreiber bundesweit Milliarden darin, die Ortsnetze auszubauen, aber trotzdem kommt es eben vor, dass die Unternehmen neue Ladestationen erst nach einer Wartezeit anschließen, wenn sie mit dem Ausbau vor Ort nicht mehr hinterherkommen. Der Großteil der Niederspannungsnetze in Deutschland ist überhaupt noch nicht für einen schnellen Hochlauf von E-Autos und Wärmepumpen gerüstet, erklärt die Bundesnetzagentur. Andreas, diese Strompolitik in Deutschland, wo man wirklich versucht, mit allen Möglichkeiten auf sogenannte erneuerbare Energien umzusteigen, die ist doch längst auch angesichts der Entscheidungen vieler anderer großer Industrieländer gescheitert, die sagen, wir bauen Atomkraftwerke neu, wir steigen um und wir verabschieden uns von diesen ehrgeizigen Klimazielen. Naja, wir sehen ja, wie der Wirtschaftsstandort abgewickelt wurde. Das sehen wir spätestens, als jetzt in Dresden eine Mikrochip-Fabrik jetzt eingeweiht wurde und man feierte sich selbst, die mit Milliardenbeträgen an Steuergeldern subventioniert wurde, damit die überhaupt nach Dresden gekommen sind. Man muss sich vorstellen, ein Unternehmen muss mit Milliarden gelockt werden, damit sie sich Deutschland als Standort antun. Das ist doch, was dahinter steht. Man feiert sich aber selbst, indem man sagt, oh, da kommen jetzt die großen Industrieunternehmen und die bauen jetzt ihre Chips zufällig hier bei uns in Dresden. Eine ordentliche Infrastruktur, eine ordentliche Rahmenbedingung in der ökonomischen Politik würde dazu führen, dass die Unternehmen alleine kommen und zwar gerne kommen, aber nicht gekauft werden müssen mit Milliardenbeträgen. Das gehört ja hier alles mit dazu. So, und jetzt sind wir natürlich bei dem Klima- und Transformationsfonds, den das Bundesverfassungsgericht vor fast 3 Wochen über den Deister geschickt hat, 60 Milliarden. Ich weiß gar nicht, warum man über diese anderen 200 Milliarden noch nicht spricht, aber da kommen wir dann auch noch dazu. Auf jeden Fall hat dieses Urteil ja nun alle in eine Art Krisenmodus versetzt. Man berät hin und her. Ricarda Lang, die möchte natürlich die Notlage ausrufen lassen, was die Klimaziele angeht. Andere überlegen sich, welche Themen noch günstig wären für eine Notlage. Die Städte, Gemeinden und Landkreise, auch die werden jetzt Auswirkungen spüren, denn sie sind auf Geld vom Bund angewiesen, vor allem auch im Sozialbereich. Und ich habe hier mal einen Artikel vom MDR aufgerufen. Da wollen wir mal gemeinsam hineinlesen, was das bedeuten könnte, wenn jetzt da diese ganzen Projekte nicht mehr finanziert werden aus Berlin. Also, wie viele kommunale Amtsträger ist Stefan Nüssle, erster Beigeordneter des Landkreises Nordhausen, noch unsicher, was auf ihn und den Haushalt seines Landkreises nach dem Schuldenbremsenurteil zukommt. Zuerst vermutet er, würden die Verwerfungen beim Jobcenter spürbar, deren Finanzierung sowieso wackelig ist schon immer. Und weiter heißt es, wenn der Bund infolge des Urteils bei den Sozialausgaben weiter spart, wirke sich das indirekt auf das Geld aus, das sein Jobcenter austeilen kann. Wörtlich sagt er, alles was an Eingliederungsmaßnahmen zum Repertoire des Jobcenters gehört, da zählen Bildungsgutscheine dazu,
Eingliederungszuschüsse für Arbeitgeber, Arbeitsgelegenheiten für die Zielgruppen und so weiter. Alles, was irgendwie mit Arbeitsmarktintegration zu tun hat, kann dann nur in einem geringeren Umfang durchgeführt werden. Naja, was wir hieraus sehen können, ist eben halt das Versagen des Staates als Akteur in der Ökonomie. Und das ist der Punkt. Jeder Bürger, der einen eigenen Haushalt führen kann, der weiß, wenn ich so und so viel Geld im Monat zur Verfügung habe, dann muss ich mit dem Geld irgendwie auskommen. Das ist genau die Problematik, die sich hier widerspiegelt. Der Staat arbeitet mit fremdem Geld und kennt überhaupt keine Haushaltsführung. Das Problem ist, dass die Unfähigkeit dieser Statisten im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich diejenigen sind, die sich eine Kompetenz anmaßen, mehr über die Zusammenhänge zu wissen als der Bürger selbst. Und so entstehen genau diese Fehlentwicklungen, die hier jeder Bürger sehen kann. Die Menschen werden gezwungen, Gelder durch Steuern, durch sonstige Maßnahmen, nehmen wir mal auch die Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Sendungen und so weiter im Fernsehen oder im Radio, wo wir genau wissen, der größte Teil ist Propaganda und ein weiterer großer Teil ist Schrott. Sie sehen alle, dass sie es nicht können. Aber trotzdem, die Menschen zahlen fröhlich weiter, obwohl jeder Bürger weiß, er könnte es theoretisch besser. Er kann es auch besser. Also fröhlich zahlen die meisten nicht mehr, da möchte ich dir widersprechen. Das glaube ich einfach nicht, aber sie zahlen, da hast du recht. Ich möchte aber hier nochmal, irgendwie dringe ich heute nicht so wirklich mit meinen Fragen bei dir durch. Okay. Du gibst Antworten, die natürlich sehr interessant sind. Soll ich in die Politik gehen? Ja, du solltest in die Politik gehen. Oder ich sollte zu den Öffentlich-Rechtlichen zurückgehen mit meinen Fragen hier. Auf jeden Fall, was ich von dir wissen möchte, es geht ja hier zielgerichtet in die Richtung, dass man sagt, okay, dann können wir halt die Migranten, die hier zu Millionen ins Land kommen, gar nicht richtig eingliedern. Wir haben kein Geld mehr für Sprachkurse, für Bildungsgutscheine. Wir können die Arbeitgeber nicht mehr bezuschüssen für die Eingliederung und Arbeitsgelegenheiten für die Zielgruppe können wir auch nicht mehr anbieten. Das heißt mit anderen Worten, dieses ohnehin sehr fragile Thema droht damit weiter auseinanderzubrechen. Gut, da kann nichts mehr auseinanderbrechen, das sehe ich so, weil die Migrationspolitik komplett versagt hat. Und wenn ein Mensch, der reinkommt, als mit einer anderen Mentalität aus einem anderen Land, egal wie kaputt das Land war, aber es gibt so etwas wie einen Nationalstolz, es gibt so einen Grundstolz, wie auch immer. Und er kommt in ein Land, in dem der Eigenhass regiert, in dem ein Staat sich selbst am meisten niedermacht und sich selber drangsaliert in einer Form und zerstört. Die können ja nur noch lachen und sich wundern, wie blöd sind die eigentlich, die Deutschen. Wer hat denn dann ein Interesse, sich überhaupt zu integrieren? Das ist ja eh rausgeschmissenes Geld. Aber das Problem ist ganz einfach, es sind wiederum Politiker, die tatsächlich diese Gelder in Gang setzen wollen, auf Schulden natürlich, um dann solche absurden Dinge überhaupt durchzuziehen. Hier muss immer wieder die Grundsatzfrage gestellt werden, wie kann es überhaupt sein, dass sie sich diese Kompetenz anmaßen, das zu können? So, und es geht aber nicht nur darum, dass die vielen, vielen Migranten dann eventuell weniger Weiterbildungsmaßnahmen bekommen. Es geht auch darum, dass natürlich die Pendlerpauschale zum Beispiel in Gefahr wäre. So sagt es der Experte für Kommunalfinanzen Mario Hesse von der Uni Leipzig. Oder er sagt Kürzungspotenzial auch bei der Dienstwagen- oder bei der Dieselprivilegienverabredung. Ja, und da wird es dann natürlich schon zur Sache gehen. Wir haben ja eine Komplexität der Gesetze, die die Menschen dermaßen drangsaliert, dass sie auf Pensions- oder auf diese Pendlerpauschalen und sonstige Subventionen angewiesen sind, die ja gar keine Subventionen sind, sondern sie finanzieren sie ja durch ihre eigenen Steuer, die vorher über den Staat durchlaufen, woran die Staatsquoten und die Staatsvertreter, Beamte und so weiter sich entsprechend dann einen Großteil abgreifen für ihre eigene Arbeit oder für ihre eigene Dienstleistung, um es dann den Steuerzahlern wieder zurückzugeben. Und das wird jetzt anschließend auch noch gespart. Das heißt, der Rest bleibt auch noch im Beamtenapparat. Wir haben eine Staatsquote von über 50%, real über 60 wahrscheinlich sogar. Und das zeigt sich hier. Ja, es ist wirklich gar nicht mehr zu beschreiben.
Und während jetzt alle darüber nachdenken, ja, was kann man denn jetzt mit dieser Notlage machen? Was könnten wir alles zur Notlage erklären? Hat sich auch Bundesfinanzminister Lindner im Deutschlandfunk dazu geäußert. Und er sagt, das Parlament müsse die nachträgliche Schuldenbremsen-Notlage akzeptieren oder habe zu verantworten, dass 40 Milliarden Euro von Bürgern und Unternehmen zurückgeholt werden müssten. Andernfalls würde die Verfassung gebrochen. Naja, also die Verfassung ist gebrochen worden, natürlich schon mehrfach alleine durch das Verfassungsgerichtsurteil, was das Ganze ja nun sogar höchstrichterlich bestätigt hat, indem man nämlich mit krummen Geschäften und krummen Schummeleien und falschen Buchungen Gelder letztendlich hin und her transferiert hat. Und das war eine sehr starke kriminelle Energie, die dahinter steht. Das Interessante ist, dass er jetzt sagt, dann müssen die das Geld zurückzahlen, dass Unternehmen und Bürger dabei sind. Was nicht dabei ist, ist das Parlament. Also interessanterweise, wir haben so hohe Quoten. Warum sagt man nicht beispielsweise, dass alle Staatsbediensteten ab einer gewissen Einkommensgröße und alle Bundestagsabgeordneten über die letzten Jahre viel zu viel Geld bekommen haben, einschließlich Herr Lindner für seine mangelhafte Leistung, Frau Baerbock und wie sie alle sind? Theoretisch müsste man sagen, ihr müsstet euer Salär wieder zurückzahlen, weil ihr habt es nicht gebracht, sondern im Prinzip die Situation immer weiter in den Schlamm rein getrieben und aber kein Wort von einer Eigenkritik, dass sie selbst bereit wären, etwas zurückzugeben, sondern man bedroht wieder die Unternehmer und die Bürger, also die Untertanen, und das ist ein feudalistisches Verhalten, was da mitspielt. Ja, Er nimmt sich aus. er nimmt sich aus. Ich merke, wie deine Worte mir klar machen, dass das wirklich einer der wichtigsten Punkte ist, dass diese feudalistische Herrschaft dort mehr oder weniger sich über alles hinwegsetzt und eben ja diese große Last den Bürgern und den Menschen im Land ohne Not auf die Schultern lädt. Ohne Not. Also, das ist ja das, was Herr Lindner immer wieder sagt. Der geht dann so auf einen Streit zwischen der Ampel und der Union. Und die Union ist ja nun diejenige Partei gewesen oder die beiden Parteien, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass dieser Klima- und Transformationsfonds mal näher angeschaut wird und das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil dann gesprochen hat. Lindner sagt, die Union sei frei, die Alternative sei, man, also nochmal, das sind seine Worte, man holt die gut 40 Milliarden Euro wieder zurück von den Bürgerinnen und Bürgern und aus den Betrieben. Andreas, Rupert Scholz, der war ja mal Verteidigungsminister in Deutschland Verfassungsrechtler. und der ist ein Verfassungsrechtler und der warnt jetzt und sagt, rückwirkend eine Notlage auszurufen, um die Schulden von 2023 juristisch zu rechtfertigen, könnte ebenfalls die Verfassung brechen. Er hat im Gespräch mit News gesagt, wörtlich, das ist ein eklatanter Verfassungsbruch. Man kann eine Haushaltsnotlage, wie im Grundgesetz Artikel 109 beschrieben, nicht rückwirkend verhängen, sondern nur im Angesicht einer akuten Krise. Alles andere ist widersinnig und höhlt die Schuldenbremse weiter aus. Genauso sehe ich das auch. Und es ist wirklich so, dass diese Haushaltsnotlage sich ja interessanterweise immer auf das Kapital bezieht, welches die Bürger herausgepresst bekommen, um damit einen Beamtenapparat zu finanzieren, EU-Gelder zu finanzieren. Es sind ja Unmengen an Geldern dort im staatlichen Bereich unterwegs. Zig Milliarden. Und diese Milliarden, zig Milliarden könnte man durchaus finden, diese lächerlichen 40 oder auch 200 Milliarden, zum Beispiel, indem man die EU-Beiträge aussetzt. Weil aus meiner Sicht ist diese Haushaltskrise eine Krise fast eines jeden Menschen, der in der Bundesrepublik wohnt. Nämlich jeder Mensch ist ja ein Haushalt. Es gibt Single-Haushalte, es gibt Familienhaushalte. Das ist die eigentliche Haushaltskrise, die wir haben. Die können sich nämlich ihr Leben nicht mehr leisten. Die stehen vor einem Supermarkt und überlegen sich, ob sich das eine oder das andere kaufen, einfach mal eben so reinschmeißen. Das geht einfach nicht mehr, wie das früher war. Das ist eigentlich der Punkt, der völlig ignoriert wird. Das heißt, die Bürger, dafür interessiert sich überhaupt keiner. Als ich mal für ein paar Jahre in eine finanzielle Notlage gerutscht bin,
die mich dann letztendlich ja sogar in die Privatinsolvenz geführt hat. Übrigens eine Erfahrung, kann ich euch allen ganz ehrlich sagen, die ich heute nicht mehr missen möchte. Weil man lernt enorm viel dabei. So zum Beispiel, als ich merkte, das wird knapp mit den Geldern, musste ich mich hinsetzen und meine ganzen Haushaltsausgaben genau anschauen. Wie viel zahle ich für Strom? Wie viel zahle ich vielleicht auch für Zeitungen? Wie viel zahle ich für irgendwelche Abonnements und so weiter? Und musste die Stück für Stück wegstreichen und habe dann unterm Strich gesehen, es hat zwar dann letztlich nichts genützt, aber das lag auch an meiner Unbeholfenheit insgesamt damals zu diesem Thema, aber es ist ein enormer Betrag gewesen, der unterm Strich monatlich auf einmal weggefallen ist. Das ist ein genau richtiger Vergleich. Du bist in dieser Schwierigkeit gewesen und musstest mit deinen geringeren Mitteln, die irgendwann sehr gering waren, natürlich letztendlich deinen Haushalt so kürzen, dass du damit klarkommst. Das ist doch der gesundeste Menschenverstand. Und jetzt müsste man das ungefähr vergleichen mit der Regierung. Wenn du jetzt sagen würdest, du gehst jetzt jeden Tag zur Bank und sagst, mein Geld reicht nicht, und nimmst jetzt jeden Tag eben halt ein paar tausend Euro an Schulden auf und sagst, zurückzahlen kann ich es übrigens auch nicht, aber es ist ja in Ordnung, ich mache da einfach ein Sondervermögen. Richtet mir bitte ein Sondervermögenskonto ein und überweist mir mal 100.000 Euro, dann kann ich jetzt erstmal wieder eine Zeit lang überleben. Das ist genau der Vergleich, weil eine Haushaltsführung, die wir gerne so privat für uns nutzen, dass wir mit bestimmten Mitteln auskommen müssen, ist in diesen staatlichen Strukturen eine völlig fremde Denkstruktur, weil es ist eine nach oben offene Richterskala der Verschuldensorgie und man zieht es durch, bis irgendwann das Ganze zusammenbricht, aber dann wieder auf Kosten der privaten Haushalte, die sich dann eben halt die Nudeln nicht mehr leisten. Die können jetzt 4 Euro kosten und irgendwann mal 39 Cent gekostet haben. So, und zu diesem Thema interessanterweise hat NTV einen Beitrag veröffentlicht, Überschrift nach KTF. Beben, also Klimatransformationsfonds. Wirtschaftsminister halten an allen Projekten fest. Also da steht, die Wirtschafts- und Energieminister der Länder und der grüne Bundesminister Robert Habeck wollen trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts an den daraus zu finanzierenden Vorhaben festhalten. Alle Projekte, sagt Habeck wörtlich nach einem Treffen mit den Kollegen der Länder in Berlin, alle Projekte, die wir konzipiert haben, müssen möglich gemacht werden. Und da werden ein paar Wirtschaftsminister zitiert, der von Bayern, zum Beispiel Herr Aiwanger, selbst der spricht von wörtlich unverzichtbaren und existenziell wichtigen Projekten, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland in eine wettbewerbsfähige Zukunft geht. Oder der SPD-Energieminister von Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann, betont, dass nicht bei einzelnen Vorhaben Abstriche gemacht werden könnten. Wörtlich ein Ranking zu stellen, schließt sich schlicht aus. Und drei Minister betonen, dass beim Treffen eben der Wirtschafts- und Energieminister Partei- und regionübergreifende Einigkeit geherrscht habe, dass diese Mittel anderswo aufgetrieben werden müssen. Sie riefen die Bundesregierung und den Bundestag auf, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und dazu, wie eine solche Lösung aussehen könnte, haben sie im Detail in Wahrheit überhaupt keine weiteren Angaben gemacht. Nur sprachen sie sich inklusive Herrn Habeck offen dafür aus, für das laufende und auch das kommende Jahr eine wirtschaftliche Notlage zu erklären, um die Schuldenbremse auszusetzen. Zu erfinden, nicht zu erklären. Eine Notfalllage muss jetzt erfunden werden. Denn wenn es eine Notfalllage gab, dann war sie bekannt. Und sie jetzt neu zu machen, ist letztendlich ein kreativer Vorgang. Was man hier erkennt, ist dieser unglaubliche Belastungsdruck auf die führenden Politiker durch ganz offensichtliche Lobbyisten, die weit drüber stehen, die sich in den Philanthropen wiederfinden und denen man bereits die Gelder für ihre ganzen Dinge zugesagt hat. Ob das nun die Rüstungsindustrie ist, ob das nun die Flüchtlingsindustrie ist, ob das nun diese Green Deal-Industrie ist mit Herrn Greichen und dem Habeck-Clan, denen sind die Gelder bereits zugesagt worden. Und wir dürfen nicht vergessen, die vielen Medienunternehmen, die ja auch von staatlichen Strukturen
mitfinanziert werden und gemeinsam dort, ich sehe das als Komplizenschaft gewissermaßen an und ich meine das jetzt salopp gesagt, dass man da gemeinsam an diesem großen Ziel festhält. Und das ist genau wieder vergleichbar mit deinem privaten Haushalt, nach dem Motto, ich habe kein Geld mehr, aber ich werde meinen Porsche weiterfahren und ich werde weiter jeden Abend essen gehen in einem Luxusrestaurant und wenn der neue Porsche rauskommt mit noch mehr PS, dann kaufe ich den auch, weil ich habe das dem Porsche-Vorstand bereits zugesagt. Genau das sind eben halt die Dinge. Die Frage ist halt, welche Machtstrukturen wirken eigentlich auf die Politiker? Die Frage muss gestellt werden, damit die so einen solchen Unsinn bringen, um ihre eigene Haut offenbar zu retten und dafür bereit sind, den Wohlstand eines gesamten Volkes zu ruinieren. Ich kann mich erinnern, ich musste damals auch umziehen. Ich musste aus einer sehr ausladenden Wohnung in eine viel kleinere, in einer nicht so gigantischen Gegend ziehen. Und woran ich mich erinnere, ich weiß jetzt nicht, ob das für die Herrschaften da in der Politik auch zutrifft, aber bestimmt für viele Bürger, die eventuell in eine ähnliche Lage kommen oder schon drin sind. Man muss eine Hürde überwinden und das ist die, was werden die Leute sagen? Das muss einem egal werden. Wenn ich mein Auto verkaufen muss oder nur noch ein kleineres, gebrauchtes fahren kann. Wenn ich die Wohnung oder das Haus wechseln muss. Wenn ich das Haus verkaufen muss, was keine schlechte Idee ist in diesen Zeiten, dann bedeutet das, dass man sich verkleinert. Und ich habe meine Einstellung dazu völlig geändert. Menschen, die in der Lage sind, das zu tun, die bewundere ich. Ja. Und genau so ist es. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass jetzt Herr Scholz zum Beispiel seinen großen Mercedes Maybach Turbo sonst was verkauft und sich auf dem Gebrauchmarkt nach einem... Der fährt doch ein Lastenfahrrad. Ja, genau, der wird sich mit Sicherheit nicht auf dem Gebrauchmarkt jetzt irgendwo umsehen nach einem gebrauchten Simca 1100 in Hornhaut-Metallic-Farben, um dann damit persönlich dann zu seinen Leuten zu fahren auf Staatsbesuch. Genau das ist der Punkt. Jeder Bürger muss das tun. Aber die eben halt nicht. Das ist nochmal der Feudalismus, der muss herausgearbeitet werden. Ich wiederhole das so oft, weil das verstanden werden soll. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und wie gesagt, Politik ist das eine, wenn es den Einzelnen angeht, das andere. Wer von euch in der Situation ist oder hinein zu geraten droht, habt den Mut, verkleinert, macht das. Es bringt wirklich einen Kilometer weiter. Es ist eigentlich der Neuanfang, der uns wirklich auch hilft zu genesen, eben auch finanziell. Ja, Andreas, und es werden ja viele Vorschläge auch jetzt in den Ring geworfen. Der Klimasoli könnte kommen, der die Bürger belasten soll. Die Epoch Times, die hat sich in einem Kommentar recht weit vorgewagt, was die Möglichkeiten jetzt für einen Notstand ja angeht und vor allem, was die bevorstehende Enteignungswelle der Bürger anbelangt. Man spricht ja mittlerweile in immer mehr Medien auch über die implizite Staatsverschuldung der Bundesrepublik. Du sprichst seit Jahren hier im Kanal, in Videos und so weiter darüber. Mir geht es jetzt aber darum, dass immer klarer die Gefahr der Enteignung von Immobilien in Deutschland im Raum zu stehen scheint. Das Thema Lastenausgleichsgesetz, wir haben immer wieder drüber gesprochen, könnte ja aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils kurzfristig greifen. Naja, wir sprechen ja oft davon, also eines ist wichtig, die Bundesrepublik ist zahlungsunfähig, ganz einfach oder kurz gesagt pleite. Und das ist nicht irgendein populistischer Begriff, um Panik zu machen, sondern es ist knallharte Realität. Auch wenn der Bundeswirtschaftsminister Habeck als ökonomischer Analphabet immer noch in seinen Ideologien herumschwebt, bleiben Fakten nun einmal Fakten. Schon nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einmal einen Lastenausgleich. Es ist also kein Novum, die Bürger in Deutschland zu enteignen. Und ehrlich gesagt wird es mich nicht wundern, wenn diese Erfahrungen kurz oder lang nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa als Lösungsmodell für die sogenannte Krise, die man ja selbst gemacht hat, genutzt werden. Also, die Bundesrepublik veröffentlicht ja gern eine Zahl zwischen 2 und 2,5 Billionen Schulden der öffentlichen Hand.
Laut Berechnung der Stiftung Marktwirtschaft sind es aber tatsächlich 14 Billionen Euro. Und es ist keine Rundungsdifferenz mehr zu 2,5 gegenüber 14. Es sind also etwas mehr als 14.000 Milliarden Euro Schulden der öffentlichen Hand. Eieiei. Naja, die aktuell verhängte Haushaltssperre ist ja, kann man so sehen, glaube ich, ne? Ein Novum. Ja, du nickst. Hat es in der Geschichte des Landes zumindest auf den Zeitraum nach 48 bezogen nicht gegeben. Aus der Haushaltssperre resultiert eine Notlage. Jetzt wird es interessant zu beobachten, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wie die politischen Akteure darauf reagieren, welche Vorschläge kommen. Aber eins dürfte sicher sein. Die Politiker werden natürlich im weiteren Verlauf jetzt Solidarität einfordern von denen, die noch was besitzen. Genau, und das sind nicht so wahnsinnig viele, aber ein großer Faktor ist definitiv der private Immobilienbesitz. Und den könnte es jetzt an den Kragen gehen, wie wir es immer sagen. Aber leider eben halt relativ kurzfristig. Den hat man nämlich ja im Jahre 2021 bewertet auf einen Marktwert von etwas über 10,2 Billionen Euro, also 10.200 Milliarden gegenüber den 14.000 Milliarden der öffentlichen Hand Schulden. Da ist also schon ein ziemliches Volumen. Nun hat man ja bereits im Dezember 2019 das alte Lastenausgleichsgesetz von 1948-49 mit Wirkung zum 1. Januar 2024, also ganz aktuell geändert. Und kein Mainstream-Medium hat diesen ungewöhnlichen Vorgang im Dezember 2019 überhaupt hinterfragt. Wir sprachen in der Zeit des Öfteren darüber, auch in unserem Podcast, im Zusammenhang übrigens auch dann später mit der Operation Sunrise. Das gehört nämlich dazu, die offenbar die Zerstörung der ökonomischen Prozesse in Deutschland als Ziel verfolgt und das nach wie vor tut. Ja, wie Herr Habeck bei Amtsantritt sagte, und das kann man nicht oft genug wiederholen, das Antlitz des Landes wird sich verändern. 2 Jahre hat es gedauert und zack ist es schon passiert. Es geht ja um die Gefahr einer vom Staat erzwungenen Solidarität dann im Rahmen dieser Notlage. Und diese Solidarität, Andreas, die könnte sich ja in Form eines Lastenausgleichs wie Zwangshypotheken vollziehen. Die Menschen, die also Immobilien oder Grundbesitz haben, die würden, ja anders kann man es nicht sagen, per Gesetz des Staates oder von Seiten des Staates gezwungen, vielleicht sogar unter Gewaltandrohung, nicht genau, also Gesetz ist Gewalt, das ist dann eine Gewaltandrohung, ja, dass sie Teile ihres Besitzes hergeben müssen, um im Rahmen der staatlichen Umverteilung öffentliche Finanzlöcher zu stopfen. Die Gewaltandrohung ist also die typische Struktur, die vom Feudalismus ausgeht. Man spricht ja von der Staatsgewalt, Gewaltenteilung. Es ist wichtig, dass man hier den Begriff Gewalt erkennt. Da geht es nicht darum, dass man zusammengeschlagen wird, aber notfalls aus dem öffentlichen Leben entfernt. Und dann kann man mal die Welt von innen sehen. Das sind die schlimmsten Gewaltandrohungen, die im schlimmsten Fall immer wieder passieren in totalitären Strukturen. Das ist ja das Unfassbare, dass man in Deutschland mit den exorbitanten Steuern und Abgabenquoten, die wir in Deutschland haben. Wir haben die höchsten Steuer- und Abgabenquoten auf der gesamten Erde und dazu nun auch durch finanzrepressive Maßnahmen, die Menschen enteignen könnte. Nun wurde ja auch seit der Merkel-Ära diese heute auf die Spitze getriebene zerstörerische Finanzpolitik immer sichtbarer durch die fortlaufende Geldverschlechterung. Was meint man damit? Allein zu Zeiten des Euro, seit 1999, wurde die Geldmenge bekanntlich weit mehr als verdreifacht gegenüber der Wirtschaftskraft. Das heißt, zu viel Geld trifft auf zu wenig Waren und Dienstleistungen. Und diese schleichende Enteignung durch Inflation, die wird ja gern noch unter den Tisch gefallen gelassen. Das heißt, Enteignung findet ja schon statt. Ja, und all diese Enteignungsmaßnahmen der letzten, ja, vielleicht 20 Jahre, die reichen offenbar nicht, diese unseriöse Politik weiter zu finanzieren. Kann man so sagen, ja, oder? Herr Popp nickt. Also da die Menschen ja erkennen, dass diese Haushaltsnotlage durch eine falsche Politik erzeugt wurde und nicht durch eine Naturkatastrophe oder irgendwelche Kriege, die man natürlich gerne als Ablenkung vorschiebt,
werden sich, das ist mal so meine Annahme, die Bürger nicht unbedingt freiwillig ihrer Immobilien entledigen lassen. Richtig, aber das ist auch die gute Nachricht, denn da kommt vermutlich ein massives Konfliktpotenzial auf die Bürger zu, spätestens wenn man einen großen Teil der Menschen zur Abgabe des Vermögens zwingen wird. Und das könnte dann den Bereinigungsprozess natürlich auch einleiten. Man müsste ja vielleicht mal von staatlicher Seite prüfen, wie hoch bei den Bürgern die Eigenkapitalquoten der Immobilien sind, die ja oft auch Schulden gegenüberstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ja viele Immobilien auch verschuldet sind. Und man wird auf die verschuldeten Immobilien, auf den Anteil, vermutlich keinen Lastenausgleich ziehen können. Denn das ist ja kein Eigenkapital, sondern Fremdkapital. Weil das Geld, was für Schuld in der Immobilie ist, ist ja Miete für Geld. Also man kommt damit, wenn man jetzt zum Beispiel einfach Schulden macht auf eine Immobilie und sagt, das ist ja verschuldet, kommt man natürlich nicht so einfach drum rum, weil da gibt es den Begriff des Gestaltungsmissbrauchs. Also auch eine heikle Sache. In unserem Webinar nicht das nächste, was wir machen, wo wir das den Zusammenhang der groben Einführung in die Finanzwirtschaft machen, sondern die immer wiederkehrenden Webinare, wo wir uns um das Thema, was kann man jetzt im Einzelnen tun, da gehen wir auf diese Themen immer gern ein. Das sind sehr emotionale Gespräche zum Teil. Ja, der Staat hat sich ja weitgehend einen Überblick verschafft über die Eigentumsquoten und die Verschuldensquoten auch der Immobilien. Dafür gab es ja den sogenannten Zensus schon damals 2011 oder die neue Grundsteuerreform, die ja gerade erst gewesen ist, die wiederum die Mainstream-Medien, und zwar beides nicht, im Zusammenhang mit einer geplanten Enteignung überhaupt diskutiert haben. Keine Diskussion darüber, man steht da immer so allein auf weiter Flur. Mittlerweile wird es aber deutlich, zum Beispiel wie das WEF gesagt hat, Zielsetzung der Bestrebungen ist die komplette Abschaffung des Privateigentums. Das hören wir immer wieder. Und diese Schlinge zieht sich offenbar immer mehr zu. Es ist aus meiner Sicht schon ganz außergewöhnlich, dass ausgerechnet nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ganz zufällig rund 6 Wochen später das veränderte Lastenausgleichgesetz, also in Kraft tritt, jetzt ab 1. Januar 2024. Ja, da könnte man schon eins und eins zusammenzählen, aber ich glaube, es ist ein so grauseliges Erschrecken, dass man darüber noch nicht nachdenken möchte, was ich natürlich auch verstehen kann. Und eins ist wichtig, das heißt jetzt nicht, dass zum 01.01.2024 die Zwangshypothek kommt, aber ab 01.01.2024 sind die Gesetze so vorbereitet, dass man es jederzeit machen kann. Ja, danke für diese wichtige Ausführung noch hinterher. Also Andreas, wir sehen ja auch, wenn wir uns die letzten 2 Jahre ansehen, also ganz explizit die, dass eine, man kann fast sagen, eine Anschlagsserie gegen das private Eigentum in Deutschland sichtbar wird. Wenn wir nur denken an das unsinnige Heizungszwangsgesetz, das man den Bürgern aufbrummt. Jetzt hast du vorhin erzählt, was daraus aber dann auch schon wieder werden kann. Und dadurch werden natürlich viele Menschen mit neuen Zwangsschulden immer mehr in Schwierigkeiten kommen. Genauso ist es. Und wenn man jetzt dabei noch berücksichtigt, dass mit diesen Heizungsmaßnahmen von Habeck eine Gesamt-CO2-Reduktion in Deutschland erreicht werden soll, bis zum Jahr 2030, die der CO2-Emission Chinas an nur einem einzigen Tag entspricht. Spätestens dann wird klar, es geht absolut nicht um Klimaschutz, sondern es geht ausschließlich um die Enteignung unter dem Vorwand der Klimaschutzmaßnahmen. So einfach ist es eigentlich. Man könnte sagen, das Privateigentum wird als unbedingter Bestandteil freiheitlich-marktwirtschaftlicher Strukturen immer weiter bekämpft. Mit dem Ziel, den staatlichen Anteil an der Wirtschaft durch erzwungene Maßnahmen zu erhöhen. Andreas, du hast vorhin schon gesagt, die Staatsquote liegt ja in Deutschland bereits über der Marke von 50%. Tendenz steigend. Genau, und darum geht es. Es soll offenbar, das sind sozialistische Modelle, wie wir das kennen im Prinzip, man sagt ja immer relativ schnell, zum Beispiel,
als wir den Krieg hatten, 1948 war der dann in den Neuaufbau übergegangen, der Bundesrepublik. Es war ja ganz einfach in der Zeit, wo alles kaputt war, aufzubauen, wieder neu aufzubauen. Ganz logisch. Ja, aber nur unter den richtigen Rahmenbedingungen. Die DDR hatte genau dieselbe Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, Sowjetunion auch. Und die haben zum Beispiel mit ihrem sozialistischen System der Planwirtschaft es eben nicht geschafft, aufzubauen. Nur einfach zu sagen, wenn es zerstört ist, kann man wieder aufbauen, das reicht nicht. Also es geht jetzt genau wieder darum, es soll das Privateigentum und somit die marktwirtschaftlichen Strukturen abgebaut werden. Das war die Grundlage für den Wiederaufbau der Bundesrepublik durch den Mittelstand. Und dazu baut man jetzt, um das abzuwürgen, im Moment auf den Begriff des Notstands. Wir haben nämlich einen Konzernsozialismus. Das hat es vorher nicht gegeben. Früher war es der Sozialismus des Proletariats, heute ist es das Kapital. Und damit propagiert man jetzt sämtliche Maßnahmen zur Enteignung der Menschen. Ob es der geldpolitische Bankrott des Haushaltes ist, unsinnige Corona-Notstände oder der Klima-Unsinn, man entwickelt hier quasi selbstständig die Begründungen. Da ist ja auch der Fantasie keine Grenze gesetzt. Man darf nicht vergessen den drohenden Kriegsnotstand. Man bringt die Menschen offenbar in eine Art Angstorgie, die dann, so hätten die Herrschaften das gerne, möglichst unkontrolliert ihren Lauf nehmen soll. Die Epoch Times, die spricht in ihrem Beitrag von der Mündung in eine Sackgasse, die den Namen der Kommandowirtschaft trägt und im Totalitarismus mündet. Das Spiel mit der Angst funktioniert also offenbar in sämtlichen genannten Fällen. Genau, und das wurde sauber eingeleitet. Viele Menschen erinnern sich vermutlich an den Satz von Frau Merkel zu Zeiten der Euro-Krise 2008. Da hat sie gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Propagandistisch echt ein genialer Satz. Also sie spielte hier mit der Angst der Menschen und mit diesem Satz hat das ganz offensichtlich funktioniert. Nun ist aber der völlig verfehlte Euro genau ein wesentlicher Grund der europäischen Schuldenmisere aller Nationalstaaten in Europa. Und Experten wussten es alle. Die echte Experten waren bei der Einführung dieser Währung Ende der 90er Jahre. Wir sehen auch hier die lang angelegte ökonomische Kriegsstrategie gegen Europa. Es wird immer deutlicher, für mich eine brillante Analyse, die wir hier mittlerweile machen können. Eine große und differenzierte Debatte wurde aber seinerzeit überhaupt nicht geführt. Bis heute wird es immer noch nicht gewagt. Und ähnlich verhält es sich ja auch mit der Migrationskrise seit 2015 und der Corona-Politik. Das ist diese hybride Struktur. Ja, und die Verantwortung für die Überschuldung tragen ohne Zweifel die Politiker, die ganz bestimmte Entscheidungen verkündet haben, die auf diese gigantische Krise hinausgelaufen sind. Weshalb man jetzt das Eigentum im Visier hat. Das ist natürlich überhaupt keine angenehme Vorstellung. Und dazu wird die Spaltaxt Arm gegen Reich jetzt genutzt werden. Wobei man mit den Reichen offenbar nicht die Steuerer oberhalb der Politiker sieht, auch nicht die Philanthropen, die in ihren Learjets durch die Gegend fliegen, sondern natürlich eher den Mittelstand, der ebenfalls gerade schon länger ums Überleben kämpft. Richtig. Und jetzt wird es interessant zum Fazit. Die Abwärtsspirale, die kann erst dann enden, wenn die Bürger dieses Herrschaftsprinzip, was wir heute mehrmals herausgearbeitet haben, vertreten durch die Politiker, das sind ja nicht die Führer, aber sie werden dadurch vertreten, dass die Bürger das erkennen und dagegen irgendwann aufbegehren. Und das ist zu erwarten. Es könnte durchaus möglich sein, dass innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne viele Immobilieneigentümer ein Schreiben bekommen, indem man eine Enteignung der Immobilie ankündigt. In welchem Umfang, in welcher Quote, das kann man noch nicht sagen. Das könnte dann aber zu einer Initialzündung des großflächigen Widerstandes dann führen. Ja, lieber Andreas, das sind bewegte Aussichten. Du hast viele Jahre schon darauf hingewiesen, dass es so kommen könnte. Es ist natürlich auch noch nicht in Stein gegossen, dass es so kommt, sondern wir sprechen hier über die Gefahr, dass es so kommen könnte. Und es liegt ziemlich nahe, vor allem wenn man jetzt diese vielen kaugummiartigen Reden der Politiker hört,
die sich vorstellen, was jetzt alles der Grund für die Notlage sein könnte. Auf jeden Fall geht es nicht darum zu sparen, es geht nicht darum, ehrgeizige Klimaprojekte zurückzufahren, sondern eigentlich die Kohle irgendwo wieder herzubekommen. Genau so ist es. Ja, und wenn wir gerade bei Bad News sind, VW zum Beispiel, der Markenchef hat jetzt eingeräumt, VW ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Thomas Schäfer heißt der Mann, der als Markenchef bei VW arbeitet. Und der bereitet die Belegschaft auf einen möglichen Stellenabbau vor und gesteht, dass die Konkurrenz, zum Beispiel Tesla oder so, davongeeilt ist. Das hat er bei einer Vollversammlung der Vertrauensleute in Wolfsburg heute gesagt. Und wörtlich sagt er, mit vielen unserer bisherigen Strukturen, Prozessen und hohen Kosten sind wir als Marke VW nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Bild schreibt dazu, Rums. Als ich 2018 mit einem Manager von VW gesprochen habe, und zwar aus der technischen Abteilung, möchte ich ganz klar sagen, also keiner der Betriebswirte oder der Strategen, die kaufmännisch das Unternehmen steuern, habe ich gesagt, durch diese Dieselkrise wird VW vermutlich abgewickelt und komplett zerstört werden. Und genau auf diesem Weg sind wir. Und jetzt sind sie bereits in dem Abwärtsstrudel drin. Man stelle sich vor, ein solcher Vorzeigekonzern mit dieser gigantischen Geschichte, mit diesem gigantischen Know-how fährt momentan vor unseren Augen gegen die Wand. Das ist eine unfassbare Situation. Und es ist erschütternd, das Ganze für mich, auch persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was passiert? Nichts. VW hätte die Möglichkeit, die Menschen hätten die Möglichkeit zu sagen, stopp diesen ganzen Irrsinn dieser rot-grünen Ideologie, die an Unsinn nicht zu überbieten ist und jeder weiß es, der bis drei zählen kann. Und dann kann VW sofort wieder zurück. Die hat die Dieseltechnologie, sie hat die Benzintechnologie, sie haben das höchste Know-how, was man überhaupt haben können und haben sich dermaßen jetzt vor den Karren spannen lassen, durch aus meiner Sicht auch ein Management, die ich wirklich dramatisch hinterfrage. Mit Unternehmertum hat das nichts zu tun. Ich kenne viele Unternehmer, mittelständische, kleinere Unternehmen. Das sind ja mittlerweile auch Unternehmen, die 5000 Leute haben. Die gelten ja schon als Mittelstand. Die würden niemals solche unsinnigen Entscheidungen treffen. Aber das ist der Punkt, der hier eigentlich hintersteht. Und interessanterweise haben die Aufsichtsräte und haben auch die Aktionärsvertreter irgendwie komplett die Kontrolle über die Manager, die aus dem Ruder gelaufen sind und das Unternehmen zerstören, komplett verloren. Kann es sein, ich erinnere mich an den Beginn der Diesel-Affäre, Andreas, kann es sein, dass man, das ist ja schon fast 10 Jahre her oder um die 10 Jahre, als das losging, dass man das Selbstbewusstsein des Konzerns erstmal geschwächt hat mit diesen schweren weltweiten Vorwürfen, um dann weiter zu degradieren und demoralisieren? Ja, man hat natürlich hier ganz viele Faktoren. Der Volkswagen-Konzern ist natürlich auch ein bundesdeutsches Unternehmen und überall, wo bundesdeutsch ist, ist auch immer wieder dieser Schuldkomplex mit drin und man traut sich auch nicht so richtig zu verteidigen. Aus diesem Grunde hat man nicht Porsche genommen, sondern man hat den Volkswagen-Konzern, da steht das Wort Volk auch noch drin, das ist ja schon rechtsextrem. Also ist ja auch immer ein ganz großes Problem. Also jetzt ist aber wirklich eine Verschwörungstheorie hier von dir. Also ich sehe es mittlerweile so, aber da muss er aber eher. Dann möchte ich das als Verschwörungstheorie gezeichnet wissen, okay. Aber wir haben hier mittlerweile eine Problematik, dass man sich nicht mehr traut, sich zu wehren. Und als Volkswagen damals unter fadenscheinigen Begründungen in diese Dieselaffäre reingetreten wurde, in denen man Auflagen gemacht hat, die nicht zu erfüllen waren. Und aus dieser Not heraus man versuchte zu tricksen, weil Physik ist Physik. Und wenn da Grenzen sind, dann kann man nicht per Dekret oder per Gesetz anordnen, dass die Physik übersprungen werden muss, zumal selbst unter diesen CO2-Narrativen dieser Diesel überhaupt nicht das Problem war. Da geht es nämlich um was anderes, um Feinstaub nämlich. Und all diese Faktoren spielten eine riesengroße Rolle und du hast recht, auch das gehört dazu, die psychologische Eindampfung der entsprechenden handelnden Personen. Ich denke mit großer Wehmut an meinen wunderbaren Tiguan, ja. Diesel, ja.
Was war das für ein tolles Auto? Richtig, der sah aus wie eine Schrankwand aus Erfurt, hatte auch ungefähr so einen CW-Wert. Das stimmt überhaupt aber nicht. Doch, der sah furchtbar aus. Aber man saß da drin wie so eine Echse im Terrarium, guckte raus. Aber ich bin den Wagen dann gefahren und habe nur gesagt, was für ein cooles Auto, habe ich gesagt. Ich habe cool gesagt, was für ein tolles Auto. Und der ist wirklich fantastisch gewesen. Technisch in Ordnung, extrem sparsam. Ein Dieselmotor, der ganz leise vor sich hinsummt. Und ich habe nur gedacht, wie können die ein solches Auto wieder einstellen? Ich bin zum Schluss, habe dann meinen Mercedes meistens stehen lassen und bin dann meistens mit einem Tiguan durch die Gegend gefahren. Ja, aber die haben den ja nicht eingestellt. Den Tiguan gibt es doch noch. Aber nicht mehr mit dem guten Dieselmotor. Ja, genau. Also das war ein ganz tolles Auto, das ich sehr geliebt habe. So, ihr Lieben, ihr wartet auf eine gute Nachricht zum Schluss. Also es gibt zwei. Die eine Nachricht ist, dass, also da ist nicht die gute Nachricht, dass Wolfgang Grupp aus seinem Unternehmen Trigema abtritt, sondern die gute Nachricht ist, dass seine Kinder den Laden übernehmen und in großer Verantwortung weitermachen. Das finde ich schon eine sehr schöne Nachricht, die irgendwie gut tut. Und die andere, die ich hier bekommen habe von einem unserer Abonnenten, der sagt, ja, es ist schade, dass es so wenig gute Nachrichten zu geben scheint. Ich arbeite seit über 27 Jahren im Rettungsdienst, unter anderem in Andreas alter Heimat, Soltau, Fallingbostel. Ja, ach, guck an, sagt er. Und die Rettungsgasse war über Jahrzehnte, schreibt er, ein echter Aufreger für Rettungskräfte. Menschen, die wirklich dringend Hilfe brauchen, die warteten unter Umständen mehrere Minuten länger, weil die Menschen das mit der Rettungsgasse nicht wirklich hinbekommen haben. Er sagt, jetzt aber seit ungefähr 2-3 Jahren hat sich das in unseren Gefilden deutlich verbessert. Wir kommen inzwischen mit unseren Rettungswagen deutlich besser durch die Staus als noch in den Jahren zuvor. Nicht nur eine gute Nachricht für die gestressten Retter, sondern vor allem für all jene, die sehnsüchtig auf die dringend benötigte Hilfe warten. Und er sagt, damit meint er nicht nur die Verletzten selber, sondern auch die verzweifelten Ersthelfer, die sich ein Herz gefasst haben, angehalten haben, geholfen haben. Und dann ist nämlich, stellt sich schnell eine Hilflosigkeit ein, wenn dann die eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und das quälende Gefühl des hilflos daneben stehen Müssens beginnt. Er sagt, danke an alle, die die Rettungsgasse bilden. Und ich denke mal, das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil ich habe es im Leben auch schon ein paar Mal erlebt, in so einen Unfall geraten zu sein. Und das ist, glaube ich, wirklich Gebot an erster Stelle. Ja, und eine gute Möglichkeit auch, sich gegen die Spaltung zu bringen. Es bringt dann eh nichts, da irgendwo noch zu versuchen, da 3 Autos weiter vorzukommen. Es ist ja auch ein Aufruf, es noch weiter zu kultivieren, dass die Rettungsgasse gemacht wird. Und das finde ich toll. Dankeschön. Bitte lasst nicht nach, um uns gute Nachrichten zum Schluss zu schicken. Es ist wirklich nicht ganz einfach. Wir versuchen das hier aufrecht zu erhalten, solange es geht. Die gute Nachricht ist auch, heute gibt es wieder ein Abendgebet und du hast bestimmt auch eine. Es gibt einen Kaffee und das ist eine wirklich gute Nachricht. Die ist immer wieder neu. Ja, das ist eben täglich grüßt das Murmeltier. Unser Murmeltier schläft. Unser Murmeltier, ja. Und zwar in einer Decke eingehüllt mit aufstehenden Ohren und wird gleich wach werden, denn die kennt schon die Musik. Wir reden von unserem Ivettchen, unserem Hund.